Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Grim Fandango. Wir sind ja letztes Mal stehen geblieben und jetzt fragen wir mal den Typen hier aus der Bar. Oder du musst sie sehr lieben, Salso. Ja, das ist wahr. Abgesehen davon hat sie noch all mein Geld. Also er sucht seine Frau. Woher weißt du, dass deine Frau nicht vor dir hier gewesen ist? Oh, Manny, wenn sie als Erste hier angekommen wäre, dann hätte sie bestimmt auf mich gewartet. Ich werde dir helfen, deine Frau zu finden. Wie sieht sie aus? Oh, hier, das habe ich von der DOD. Ich habe Handzettel davon gemacht. Ist sie nicht toll? Mit Haut muss sie wunderschön gewesen sein. Waren wir das nicht alle? Nun, weißt du, wo ich hier eine Bleibe finden kann? Was willst du denn anlegen? So zwischen nichts und gar nichts. Dann wird es Zeit, sich Gedanken über einen Job zu machen, junger Mann. Kannst du mir einen Job verschaffen? Nichts. Was kannst du denn? Verkaufen. Tja, damit qualifizierst du dich für eine ganz besondere Position. Aber wir haben leider nur einen Wischmopp. Tut mir leid, Manuel. Ich muss mich auf die ersten Kunden vorbereiten. Okay, ich lass dich wissen, wenn ich deine Frau sehe. Sie wird diejenige sein, die nach ihrem geliebten Celso fragt. Okay. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir die Frau irgendwo. Wir haben ein Foto bekommen. Das ist Celsos Frau. Ich glaube, Haut würde bei ihr auch nichts helfen. Gehen wir mal weiter gucken hier. Was ist denn hier rechts noch? Uff. Nix. Was ist los? Oh Gott, nein, ich bin runtergestürzt. Ach, Touristen. Oh, danke fürs Retten. Du musst aufpassen, wo du hintrittst, Fremder. Ubakawa ist nicht mehr das beschauliche Hafenstädtchen von einst. Eieieiei, sieht aus, als wäre ein neues Gefährt in der Stadt. Entschuldige, ich muss mir das mal ansehen. Alles bekannte Stimmen hier. Falls es jemand noch nicht aufgefallen ist, den Typ, den ich hier spiele, das ist die Stimme vom Alf von früher. Natürlich jetzt mit einem spanischen Dialekt, aber das ist der deutsche Alf-Sprecher. Mit kleineren Veränderungen hier und da. Höre ich da einen Turbo oder ist das was anderes? Schön, dass ihr euch versteht. Wissen Sie, da war dieses hohe, schrille Kreischen. Es tat richtig in den Ohren weh. Und ich habe gesucht und gesucht, aber ich konnte nichts finden, bis wir hier angekommen sind. Und? War es vielleicht der Keilriemen? Nein, es war Manny, der auf dem Rücksitz kreischte wie eine Katze, die man an eine Cruise Missile gefesselt hat. Das war ein guter. Geil. Hola. Hey Manny, Hafenmeister Velasco sagt, er weiß, wo wir die Knochenschleuder eine Zeit lang unterstellen können. Oh ja, wir können das Schätzchen doch nicht im Nebel stehen lassen, sonst zerfrisst es euch noch den ganzen Chrom. Chromfraß? Hast du das gehört, Manny? Wollt ihr Jungs eine Weile in Ubakawa vor Anker gehen? Wir suchen nach einer Frau namens Mercedes Colomar. Mit Namen habe ich nicht so. Hatte sie irgendwelche besonderen Merkmale oder Tätowierungen? Sie hat mir zumindest keine gezeigt. Tja, wie ich schon sagte, mit Namen komme ich so gut klar wie ihr mit dem Nebel. Vielleicht bleibe ich eine Weile hier. Gibt es hier Arbeit? Oh, an den Docks gibt's eine Menge Arbeit, aber die wird nur an Gewerkschafter vergeben. Und irgendwie scheinst du nicht in diese Gewerkschaft zu passen. Wie finden Sie sich nur bei all dem Nebel zurecht? Oh, wer so lange wie ich auf den Docks herumwandert, Fremder. Man orientiert sich am Duft der See, am Klang des einsamen Nebelhorns, am eisigen Hauch der kalten, salzigen Brise. Wow, Manny! Bekomme ich auch so eine Augenklappe?
Darf ich fragen, was unter der Augenklappe ist? Ich meine, ein Auge kann's ja nicht sein. Oh, na ja, ich hatte schon zu Lebzeiten eine Augenklappe. Genau. Und diese ist gegen die Phantomschmerzen. Na ja, die Augenhöhle hat gejault wie ein Höllenhund, sobald der Passatwind durchpfiff. Also habe ich's gestopft. Hey Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Ja, ja, schon gut. Ja, Entschuldigung. Halt mal weiter, dieser ja. Weg führt zurück so in den ist. Wald, zu den Spinnen, der Stadt, meinem alten Job. Hoffen wir, dass ich diese Straße niemals wieder betreten muss. Okay, dann zurück. Was haben wir noch so Schönes hier? Hoffen wir, dass ich diese Straße niemals wieder betreten muss. So, ich zeig dem Matrosen mal das Foto. Vielleicht erinnert er sich dann dran. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Oh, wenn das die Frau ist, die du suchst, dann habe ich einen Rat für dich. Vergiss die Kleine. Sie ist hier vor 2 Wochen in einer hübschen Doppelkabine abgedampft. Und sie war nicht allein. Okay. Woher wissen Sie denn, dass sie fort ist? Ich kann das nicht glauben. Tja, Junior, sieh der Wahrheit ins Auge. Da schau in mein Hafenbuch, wenn du es schwarz auf weiß haben willst. Vor 6 Wochen, an einem Dienstag. 2 Tickets im Voraus bezahlt. Ich selbst hab den Shampoos am Bug zerschellen lassen. Hey Manny, wir waren gerade mitten im Gespräch. Ja, ja, schon gut. Entschuldigung. Hör mal, Söhnchen, ich weiß, wie du dich fühlst. Auch ich hab mal eine ganz besondere Lady verloren. Ich winkte ihr ein letztes Mal zu, als sie aus dem Hafen fuhr. Und ich sah sie nie wieder. Und wie war ihr Name? S.S. La Mancha war ihr Name. Aber ich möchte nicht weiter über sie reden. Doch ein Schiff, oder? Das ist La Mancha. So, jetzt sagen wir den Typen da oben, dass seine Frau mit einem anderen Typen da war. Mal sehen, was er macht. Geh mal rein da. Bist du sicher, dass ich nicht im Hinterzimmer schlafen kann? Da ist nur Platz für einen. Und was ist mit dem Speicher? Das ist das Büro des Chefs. Da kannst du schlafen, wenn du der Boss bist. Ich könnte hier auf der Theke schlafen. Auch wenn unsere Gäste tot sind, Manny. Wir achten hier immer noch auf Hygiene. Ich könnte mich in der Küche unter die Spüle legen. Wenn du willst, dass dir die Ratten, während du schläfst, die Zehen klauen. Hör mal, ich brauche einen Job und eine Unterkunft. Wie gesagt, du kannst meinen Job haben, wenn meine Frau endlich hier ist. Hör mal, ich brauche einen Job und eine Unterkunft. Wie gesagt... Du kannst meinen Job haben, wenn meine Frau endlich hier ist. Ist noch nicht die Lösung, obwohl ich weiß, wo seine Frau ist. Wo waren wir denn noch nicht? Geht das hier hinter irgendwo? Auch nicht. Lang. Hoffen wir, dass ich diese Straße niemals wieder betreten muss. Geht's hier irgendwo lang? Hoffen wir, dass ich diese Straße niemals wieder betreten muss. Tja, was mache ich jetzt? Sind Sie sicher, dass noch nie eine Frau namens Mercedes Colomar durch diese Stadt gekommen ist? Möglich ist alles. Ich weiß es nicht. Ich sagte ja bereits, mit Namen habe ich nichts so. Glottis, du musst den Wagen verstecken. Gleich, Manny. Ich spreche gerade mit dem Hafenmeister. Tja, was machen wir jetzt? Was haben wir denn alles hier? In Velascos Logbuch steht, dass Celsos Frau was mit einem anderen hatte. Ah, okay, dann gibt man das Logbuch mal dem Typen da oben. Dann hochrennen. Oh, da werden pfeift hier um die Ecke. Holen wir mal das schöne Buch raus hier. Celso, deine Frau ist vor 2 Monaten mit einem anderen Kerl abgereist. Okay. Steht alles hier drin.
Oh, Manny. Gibt es in der Natur etwas Verlässlicheres als die Untreue der Frauen? Vergiss sie einfach, Celso. Hast du denn deine vergessen? Ich reise ihr nach. Übernimm du meinen Job hier. Dieser Mob hier lässt dich wenigstens nicht im Stich. Der Kompass im Stiel wird auch recht nützlich sein. Wir haben ein Jahr geschafft von den Vieren. Sehr gut. So, wo sind wir jetzt? Hey Boss, kommst du mal runter? Da ist jemand, der dich sprechen will. Du weißt doch, dass ich nicht mit den Gästen trinke. Nun, mit diesem wirst du bestimmt was trinken wollen. Hört sich nach deinem Typ an. Nun, es sieht nach einer ruhigen Nacht im guten alten Rubakawa aus. Ist hier der Eingang, oder? Ja. So, was haben wir hier Schönes? Meine Kriegskorrespondenz von Salvador. Er hat mir das ganze letzte Jahr über solche Nachrichten geschickt. Agent Calavera, ich habe erfahren, dass du sicher in Rubakawa angekommen bist. Das ist sehr erfreulich, da du nun wieder für das ZVS arbeiten kannst. Ich freue mich, dir das erfolgreiche Schlüpfen der von dir befreiten Eier melden zu können. Die Küken, die Eva auf die Namen cool. Manny und Mechi getauft hat, sind gesund und begierig, unserer Sache zu dienen. Mit etwas Glück wird dir die nächste Botschaft auf den zarten Schwingen der Wahrheit übermittelt. Im Namen der Revolution, Salvador Limones. Ich hab's noch nicht ganz gelesen, aber vielleicht später. Cool, also die Küken sind geschlüpft aus den Eiern, die wir besorgt haben. Was ist da auf dem Tisch? Guckt da hin. Das ist ja auch noch cool, wenn das seinen Kopf versenkt. Le deux, noir père manque. Numéro 2, die 2 gewinnt. Ihre Chips, Monsieur. Wirklich, vielen, vielen Dank. Mesdames et Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Kann ich den Tisch manipulieren vom Casino? Gehen wir mal hier runter, was wackelt da? Oh, mein Freund am Klavier hier, schön. Hallo Manny. Hola. Und natürlich Geländer runterrutschen, wie cool. Hola Manny, hola. Reden wir mal kurz Ruhige mit dem. Ruhige Nacht, was, Karnal? Der Tag der Toten ist halt schlecht fürs Geschäft, Boss. Aber gestern Abend, weißt du noch, gestern, Manny? Oh, oui. Was spielst du da? Oh, nur ein kleines, Liebeslied für eine ganz besondere Lady. Glaubst du, sie taucht heute Abend auf? Wer? Meine ganz besondere Lady? Nein, Metsche. Weißt du was, Manny? Ich glaube ja, sie kommt. Ich habe das Gefühl, als sei dies die Nacht der Nächte. Genau. Weißt du, der Laden wird mir fehlen, wenn wir gehen. Och, Manny, warum können wir nicht einfach hierbleiben? Wir haben einen schicken Club, 3 Mahlzeiten am Tag und Max lässt mich einmal die Woche unseren Wagen auf seiner Rennbahn fahren. Außerdem sehen wir in diesen Klamotten einfach großartig aus. Glottis, ich kann nicht ewig in dieser Welt bleiben. Ich gehöre hier nicht hin. Ich muss Metsche finden und ihr helfen. Es ist meine Schuld, dass sie nicht schon vor einem Jahr in diesen Zug gesetzt wurde. Okay, Manny. Bis später. Ende. Das Lied muss ich jetzt nicht hören. Was haben wir hier hinten noch Schönes? Eine Bar. Da leuchtet eine Flasche. Können wir da nehmen? Mario de Oro. Ein ausgezeichneter Weinbrand, in dem sich echter Goldstaub befindet. Nur meine reichen Gäste. Ja, ich nehme es lieber an mich. Da ist es sicherer.
Mal gleich was trinken? Naja, vielleicht ein Schlückchen. Passiert nichts. So, was haben wir hier Schönes? Ah, das ist Casino, okay. Alles okay hier runter? Was machst du mit dem hier? Ich werde noch mehr Chips brauchen, wenn Monsieur Lagin nicht bald geht. Wissen Sie, man sagt, dass man immer dann den Tisch verlassen sollte, wenn man gerade eine Glückssträhne hat. Oh, mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass mein Glück noch nicht zu Ende ist. Vielleicht kann man den später manipulieren, weißt du? Stört es dich, wenn ich mich setze, Charlie? Überhaupt nicht, Manny. Ich meine, es ist schließlich dein Club, oder? Stimmt. Also, was hast du hier zu suchen? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst erst wiederkommen, wenn du deine Schulden an der Bar bezahlen kannst? Oh nein. Man hat mich bei der Rennbahn gefeuert, weil ich Wettabschnitte gefälscht habe. Also muss ich zu denen gehen, Manny, die ich liebe. Die ich liebe. Wettabschnitte fälschen? Das merken wir uns mal. Wie hast du die gefälschten Abschnitte gedruckt? Hiermit. Ist sie nicht wunderschön? Das letzte Mal, als ich im Knast saß, teilte ich meine Zelle mit dem hinterhältigsten Hochstapler, den ich jemals gesehen habe. Aber er war ziemlich nachlässig und daher fiel es mir recht leicht, ihm das hier zu klauen. Danke. Man weiß nie, wann man sowas gebrauchen kann. Hey, gib sie wieder her, Manny. Vielleicht dann, wenn du deine Schulden hier bezahlt hast. Einverstanden? Oh, Manny. Was kannst du denn noch fälschen? Nichts. Alles. Kannst du Pässe nachmachen? Manny, in vielerlei Hinsicht denkst du immer noch wie ein Lebender. Seelen brauchen keine Pässe. Wir sind alle Bürger derselben Nation. Und unser König reitet ein Höllenross. Also keine Pässe? Nein. Weißt du, das Wasserzeichen ist so schwierig zu kopieren. Wie ist es mit Führerscheinen? Klar. Das dachte ich mir. Du gibst mir ein Foto, 50 Mäuse und etwa 2 Wochen Zeit, okay? Wenn mir etwas einfällt, das ich brauche, komme ich wieder. Ich bin doch kein Wunschbrunnen, Manny. Das ist ein hübscher Anzug. Wo hast du ihn gestohlen? Manny, wenn du lernst, wie Chowchilla Charlie zu spielen, dann wirst auch du vielleicht eines Tages so einen schicken Anzug tragen. Tja, ich muss mich um meinen Club kümmern. Na gut, ja, ich geh mal. Manny, wende dich nur also, wieder deinem schillernden Leben zu. Also, ich habe eine Kopiermaschine bekommen. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Gut, an der Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.